Moin und willkommen bei White Sing. Oh ja. Wir haben endlich mal wieder ein Top-Review für euch. Und zwar mal wieder Death Metal. Wir sind ja nicht offiziell. Wir lieben Death Metal mittlerweile. Und zwar das neue Album von Lifeless, The Occult Mastery. Mhm. So, ja. Death Metal. Death Metal, der Spaß macht. Gar nicht so schlecht, wirklich. Es ist, obwohl, muss man jetzt fast sagen, mit einer schwedischen Note. Ich meine, sind es, glaube ich, Deutsche. Ja. Es sind Deutsche nochmal ungenuschelt. Es sind Deutsche, und aber so im Stil der alten Schweden. Ja. Was daran aber schön ist, ist, dass die halt immer zum Groove neigen. Auf jeden Fall. Und dass sie ihr Muster immer wieder aufbrechen und mal so sich so ein bisschen an anderen Genres bedienen, wie zum Beispiel, man hatte so Black Metal Touch dabei. Richtig, das war auch bei meinem persönlichen Favoriten-Song. Ja, meiner auch. From Chaos Our Order Shall Rise. Ja, der war richtig geil. Richtig, der hatte so eine leichte Black Metal-Attitüde und auch mit dem Groove hat das so ein bisschen 90er Jahre Black Metal erinnert, so späte Darkthrone oder so. Das macht aber auch der Sänger ganz gut mit. Also es ist jetzt kein, sondern es ist eher dieses Geschaute, dieses Oldschool-Geschaute, aber der benutzt das sehr variantenreich. Und das klingt cool. Ja, auf jeden Fall. Überhaupt nicht langweilig. Also so richtig groovig, ne? Man konnte gut mitgehen. Richtig. Aber auch immer mit den Sprüngen zwischendurch. Also du hast jetzt nicht irgendwie einen 4-Minuten-Song, der einfach nur da. Nee. Das wird dann auch irgendwann lahm, sondern du hast dann immer wieder einen Knüppelpart oder was Langsameres, Verspielteres zwischen, wodurch du dann immer den Groove wieder unterstützt. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Mischmasch, den die da treffen. Überhaupt muss man jetzt, also ich meine, das Cover spricht mich schon wieder an. Und so Occult Mastery, ich meine, gut, das ist ein Titel, aber wenn man sich die Titel der Songs mal anguckt, die sind alle so, die sind sehr silbenreich. Also, Occult Mastery, ganz klar, Progenies of a Cursed Seed, From Chaos Our Order Shall Rise, Delusions of Grandeur, Rites of Desolation, Interlude Dystopia, Insanity Reigns, was übrigens auch ein sehr geiler Song war, Insanity Reigns, und Throes of Dawn. Also, da gibt's nicht einfach nur ein Wort. Nee, generell. Es ist halt nicht so brachial simpel. Ne? Nee. Es ist schon wirklich. Richtig. Und ich finde auch, dieses okkulte Thema, wie das Album ja auch betitelt ist, verkörpern die ganz gut. Dadurch, dass die auch mit dem Gesang leicht facettenreich arbeiten, aber trotzdem authentisch innerhalb des Themas. Und dann aber auch Groove-Sprünge und so und aber geknüppelt, das alles ganz gut machen. Die verpacken das irgendwie. Ja, das passt irgendwie alles. Ne? Es ist so eine homogene Kiste. Ja. Wird musikalisch entfaltet, was sie sich vorgenommen haben an Konzept. Also ich finde es top. Ich finde es auch top. Was man jetzt auch noch schön sagen muss, ist die Länge. Ja. Also es sind insgesamt 9 Songs und das erste davon ist ein Intro, also 8 Songs. Stand, glaube ich, auch im Promo-Titel. Mhm. 8 brand new Songs. Und Leute, es ist alles gesagt. Es ist doch super. Ich habe jetzt nicht genau auf die Spielzeit geachtet, aber ich denke nicht, dass das jetzt so die 40-Minuten-Grenze... Nee, es wurde auf jeden Fall nicht langweilig. Ne? Man dachte nicht so, okay, jetzt können wir mal langsam zum Ende kommen, sondern war vorbei, alles war gut. Genau, die haben auch alles gesagt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt, muss man jetzt auch sagen, so, oh, jetzt noch so 2 Songs. Das ist einfach komplett eine runde Sache. Ja. So, und deswegen ist es wieder einmal Death Metal, der uns gefällt. Genau, und was geben wir dieser Runden? Ja, dann darfst du diesmal anfangen. Hui, verdammt. Also, da ich es echt gut fand, gebe ich eine Runde 5 für die runde Sache. Genau, volle 5 Punkte würde ich auch geben. Also, ein Death Metal-Fan kann da problemlos mitnehmen. Ja. Also, ganz klar. Und nicht Fans können auch was damit und anfangen. Und wir sind jetzt ja nicht die größten Death Metal-Hasen. Also, es ist schon so... Das ist es, eine wirklich zugängliche, ja, vergleichsweise zugängliche Musik. Und, ja, Hase. Und, früh gerafft. Mein Gott. Und, nein, es ist wirklich einfach ein geiles Album. Fertig. Es ist ein geiles Metal-Album. Hört's euch an. Und wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt sie uns. Und wenn die Meinung anders als unsere ist, dann nicht. Sehr gut. Wunderbar. Tschüss.